Hallo meine Lieben, ich drehe Orakel Blitz. Das ist ein anderer Orakel von mir, den ich schon lange nicht gedreht habe. Ja? Ich mache wie beim vorherigen Video Beruf und Finanz Stapel 1, Stapel 2. Ja? Ganz auswählen. Dann fangen wir mal an. Ja? Entschuldigung. Fangen wir mal an. Und die kommen schon, ja? Da ist zwei gekommen. Wunderschöne Lemurius-Karten. Die sind groß. Sehr schöne Karten. Auch mit wunderschönen Botschaften. Ich mache, glaube ich, so, ne? Weil die ist so groß, ne? So. Du kannst auswählen, ja? Welche Karte dich anzieht, ja? So. Lasse mal da. Dann kommt. Entschuldigung. So, dann kommt hier noch. Was sagen die Engel dazu? Da und da. Orakel Blitz. Ja? Einfach eine andere Version. Ein bisschen anders als die erste, wie das ich gedreht habe. Ja? Dann kommt. Dann kommt hier die Vera Sibylla. Das ist für alle Bereiche, ja. So. Drei Karten sind für Stapel 1, Stapel 2. Was Sache ist. Ja, positiv wie negativ. Dann weißt du, woran du bist, ja, diese Situation. So, und mache noch diese da, Botschaft, Weisheitskarten, ja? Was die für Botschaft hat für dich. So, dann beginnen wir, ja? Also Stapel 1 und Stapel 2 und wenn es noch Karten für bessere Deutung, dann werde ich nochmal mischen, ja? Okay, was hast du hier? Stapel Nummer 1, was hast du hier? Liebe heilt, ja? Das sind verschiedene Lebensbereiche, ja, die hier kommt, ja? Liebe heilt. Irgendetwas, ja, Vergangenes, die dich sehr mitgenommen hat, die verletzt, Schmerz bereitet hat, egal ob Liebe zu jemandem, ja, Liebe zu in der Partnerschaft, die du warst, ja, oder Liebe zu einer Person. Es hat mit Liebe zu tun und du bist am Heilen. Es braucht Zeit, ja? Alles braucht seine Zeit. Sehr bald
Das, wonach du fragst, wird sich bald auf erfreuliche Weise ergeben. Du musst die Liebe zuerst heilen. Die Liebe zu dir, die Liebe zu deinem Next, ja, was vielleicht vergangen war, verschiedene Szenarien, vielleicht Vergangenheit, ja, hast du nicht Gutes erfahren, ja, nicht Gutes durchgemacht, ja, schmerzhafte alte Wunden, ja, du musst heilen, du bist sonst am Heilen, du musst heilen, sehr bald. Sehr bald, in Kürzem heißt das für mich. Das, wonach du fragst, wird sich bald auf erfreuliche Weise ergeben. Egal, was du fragst da. Friedliche Lösung. Friedliche Lösung. Ja? Was sagen die Sibylla-Karten? Die sind hart. Aha, Hochzeit. Stabilität im Privatbereich. Familie, Wohnsitz, Gesellschaft, irgendetwas mit Liebe, ja, irgendetwas mit Liebe. Vielleicht bist du noch nicht so weit für so einen ernsthaften Schritt in dein Leben. Hochzeit, es hat mit Hochzeit zu tun. Du machst dir Sorgen, sehr bald wirst du erfahren. Ein Thema über Liebe, Hochzeit, bei dir, bei jemand anders, ja, egal wie du da schaust, ob für dich, ob dein Umfeld, jemand hat mit Liebe, die muss heilen, du musst in deine Mitte kommen, ja, du musst dich heilen in der Liebe, sehr bald wirst du deine Antworten, ja, friedliche Lösung, ja, und es hat sehr positiv, es sind drei Karten, die positiv ist. Hochzeit, Privatleben, Wohlstand wirst du erfahren, Stabilität, Zusammenkunft, Zusammenleben, ein Haus bauen, Familie gründen. Versteht ihr? Sehr schön. Sehr bald. Was ist noch da? Reparaturarbeit, genau. Liebe muss heilen zuerst, damit es weitergeht bei dir. Du musst zuerst diese Aufgaben lösen, ja? Und hier steht ja Reparaturarbeit in der Liebe, damit es weitergehen kann, ja? Sehr gut da. So, Heilung ist hier die Oberthema. Heilung. So, Stapel Nummer 2, was hast du hier? Meister und Meisterin der Energien. Ja, es geht um Energien. Komm in deine Mitte. Bring etwas zu Ende. Du hast etwas Wichtiges begonnen. Jetzt bring es zu Ende. Übungspraxis. Übung macht den Meister. Ja, vielleicht hast du keine Energie, keinen Bock mehr auf etwas. Aber die Karten sagen, Karten sagen, bring etwas zu Ende und Übung, Praxis. Übung macht den Meister. Ja? Du machst das sehr liebevoll. Du liebst das, was du machst. Du wirst einen Brief bekommen. Wichtige Enthüllung kommt auf dich zu. Beglückende Veränderung. Aber nicht für dich. Etwas ist nicht für dich. Nicht für dich. Was ist Nummer 6? Was meint diese Karte nicht für dich? Aha. Grundbedeutung. Diese Karte nicht für dich. Ein klares Bewusstsein davon, dass dir etwas versagt bleibt. Erfahrene Zurückweisung. Geh von dieser Energie weg. Ja, nicht für dich. Geh von dieser Energie weg. Kommt in deine Energie, dass du es willst, schaffen. Egal was ist. Ja? Wenn du mit Liebe machst, ja? Irgendetwas, du denkst, es ist nicht für dich. Ja? Du schaffst das nicht. Du hast die Energie nicht dafür. Doch, komm in deine Energie. Übung, Praxis.
Übung macht den Meister. Bring etwas zu Ende, was du angefangen hast. Du hast etwas Wichtiges begonnen, es bringst zu Ende. Es kommt beglückende Veränderung. Du machst mit Liebe. Du liebst das, was du machst. Gib nicht auf. Übe. Ja? Du willst gute Nachricht bekommen. Wichtige Enthüllung kommt auf dich zu in der Sachen hier. Auch sehr schön. Aber kämpfe. Gib nicht auf. Du hast etwas angefangen, bring zu Ende. Üben, üben, üben. Beglückende Veränderung, wenn du dranbleibst und dein Energiefeld heilst, ja, in Ordnung bringst. Und nicht von Anfang vor der Tür schon sagst, nö, nichts für mich. Nein, probiere zuerst. Risiko eingehen, ja, wenn es Möglichkeit da ist. Weil es kommt Liebe. Du machst das mit Liebe und dann blüht das, ja. Du wirst gute Nachricht bekommen, wichtige Enthüllung, eine Enthüllung, die du da weiter, die dir den Impuls gibt, weiterzumachen. Ja? Wow, das war Orakel Blitz. Jetzt mache ich noch für alle hier, was die Engel euch noch für Botschaften gibt, eine Karte, ja? Rochelle, indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, wirst du zu Wohlstand kommen. Mhm. Die letzte Karte, Azur. Das von dir gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Hab Geduld und Vertraue. Versuche nichts zu erzwingen. Das ist die letzte Karte, die gekommen ist. So, nochmals, Leute, für alle hier, die in dieser Gruppe sind, ja? Orakelblitz, Rochelle, Engel Rochelle. Indem du die Weisheit deines Herzens würdigst und ihr folgst, wirst du zu Wohlstand kommen, ja? Sehr schöne Botschaft. So, meine Lieben, das war Orakelblitz für euch, ja? Feine Gruppe da draußen und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, eure Kometa los, bye!